Ja, und damit herzlich willkommen zu neuen Let's Play von Simpson. Neues Spiel. Hey, hey Kinder! Ich werbe für eine neue Cola! Und diesmal ist sie sicherlich nicht giftig. Soweit es uns bekannt ist. Die neue, verbesserte Bass-Cola wird nur aus feinstem Zucker und Wasser hergestellt. Zudem enthält sie eine besondere Zutat, zu diffizil für die Kontrollbehörde, die in euch die Energie weckt, die ihr braucht, um all den jämmerlichen Kram zu erledigen, der von euch verlangt wird. Probiert die neue und verbesserte Bass-Cola. Cola muss Bass-Cola haben. Ich liebe die alte Stimme von Homer. Ja, das GTA, wer Simpsons Hit and Run nicht kennt, das ist ein GTA-Klon der Simpsons-Macher. Und wir beschränken uns hier in diesem Let's Play auf die, ja, ich sag mal, Story. Homi, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Ah, jetzt fahr ich euch platt. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Und? Ich bin Exzellente! So. Super! Vorsicht! Okay. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Wo ist das Eis mit dem Krokant, das deine Frau heute Morgen gekauft hat? Ich hab's wahrscheinlich gegessen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ausgezeichnet, Homer, Mission erfüllt. Jetzt geh nach Hause zu Mom, um die nächste Mission zu starten. Ja. Das war die erste Mission. Und leider gibt es keinen Schwierigkeitsgrad, aber naja. Nimm das! Auf Wald, ihr Versager! Schön an dem Spiel, dass man dem praktisch so lauschen kann. Ich möchte eigentlich nichts machen und ihr würdet. Also nichts sagen und ihr würdet. Let's Play wahrscheinlich trotzdem lieb, weil die Originalstimmen von den Simpsons soweit mit dabei sind. Der Nelson wäre zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut getroffen, aber naja. Dafür sind Arch, Homer, Bart, Lisa sind mit dabei und einige andere und das finde ich doch sehr schön. Starten wir mal in die nächste Mission. Homi, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Muss ich wirklich? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Und ich muss auch noch arbeiten gehen? Super! Oh. Ich wollte eine Erdnuss. Lern erst mal fahren, Volltrottel! Jetzt brennt's, was? Konzentrier dich. Äußerste Konzentration. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Auch ein super Spruch gewesen. Ich glaube, den habe ich damals in meiner Kindheit sowas von oft benutzt, einfach weil ich den so gut fand. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Hilfe! Das ist doch gelöst. Was? Modell des Verdauungssystems vorbeibringst. Hey, wo ist die Gallenblase? Ich war hungrig und es war eine Feige.
Es war aus Ton. Übrigens, Dad, Mom hat gerade angerufen. Sie muss unbedingt zu Hause mit dir reden, bevor du arbeiten gehst. Nein, du kannst nicht mal. Nur noch ein paar mehr. Au, mein Kopf! Cooler Automat. Nehmen wir natürlich mit, weil wenn wir später schnellere Autos brauchen, sonst wahrscheinlich. Friss meinen Staub! Hilfe! Trotzdem. Wow! Ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Aua, mein Schritt ist ganz wund. Und weiter geht's. Oh, mein Metallschädel. Grandpa im Hintergrund. Oma? Rede mal mit Ned Flanders. Er wirkt verärgert und deprimiert. Warum ich? Ich bin der beste Nachbar der Welt. Ich habe sogar einen Becher, wo das draufsteht. Ich könnte den ganzen Tag über die Sprüche von dem Spiel lachen. Also, ganz ehrlich. Super geschrieben. Mein Auge. Hat sich jemand wundern. Ich stecke in der Klemme, Homer. Mir fehlen so viele Sachen. Ich habe die Polizei verständigen müssen, um nach dem Verbrecher zu fahnden. Verbrecher? Mein Rasenmäherchen, mein Kühltäschlein, mein Gartenstühlchen, ein Familienporträtchen, selbst Rods Inhalator. Welches kranke Individuum klaut solches Zeug? Oh nein, ich habe all die Sachen von Flanders ausgeliehen. Finde schnell eine Ausrede, damit du hier abhauen kannst. Entschuldige, ich muss Mais stampfen. Versuchen wir es mal! So. Das ist eine Schulzone! Vorsicht, mein Lieber! Juhu! Was fehlt noch? Flanders Cooler, den habe ich Barney gegeben. Sei vorsichtig! Ich fahre wie ein Henker! Ah, endlich. Erinnerst du dich an den Cooler, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Flanders will ihn wieder haben. Und was soll ich dann als Toilette benutzen? Fast fertig. Jetzt fehlt nur noch Flanders dämliches Foto von seiner dämlichen Familie. Was? Bitte verklag mich nicht! Ja, letzter Punkt. Wo habe ich bloß Rods blöden Inhalator liegen lassen? Nein! Oben auf einem Gastbierwagen! Juhu! Du Wahnsinniger! Das ist nicht komisch! Ich weiß nicht. Schnell zurück mit dem Zeug, bevor die Bullen mich festnehmen, während ich selbst Gespräche führe. Also ich könnte den Sprüchen den ganzen Tag lauschen, ey, ich finde das Spiel so super. Und falls sich jemand das fragen sollte, ja, ich spiele das Spiel mit Mod-Menü und habe die Spuren höher aufgelegt. Das war bald! Und außerdem noch ein paar andere Sachen, die durch die Fenster oder Bug. Flanders, sieh mal, ich habe all deine Sachen gefunden.
Wie sieht's denn mit einer Belohnung aus? Danke, Nachbarling. Hier ist deine Belohnung. Ein Gebet vom Nummer 1 Fan des Herrn. Unser Vater im Himmel segne diesen Eintrittspinsel. Oh, dummer Flanders. Immer findet er in der Religion sein Glück. Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert. Ich habe keine Angst zu sterben. Omi, du kommst zu spät zur Arbeit. Und heute ist doch Mr. Smithers Inspektion. Ah, der findet bestimmt meine Skorpionfarm. Was wird dann aus meinen Skorpionen? Da kann mir nur einer helfen. Lenny. Hey, das sind ja meine Nachos. Jeder macht mal einen Fehler. Mach schon! Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Juhu! Nein! Hole es einfangen. Mach schon! Hey, Homer, wie wär's mit dem Frühstücks-Churro? Keine Zeit. Sag mir lieber, wo ich Mr. Smithers finde. Ich glaube, ich habe ihn im Quickie-Mart gesehen. Noch mehr Frühstücks-Churros für Lenny. Ich brauche den Wagen mit ordentlich Pfeffer unter der Haube, wenn ich den platt machen will. Hoffentlich hat Barney immer noch den Schneepflug. Von der Straße! Verzieh dich auf den Bürgersteig! Barney, kannst du mir deinen Schneepflug leihen? Nimm was immer du willst, du süßer, kleiner, grüner Kobold, solange du nicht mit der Dartpistole auf mich schießt. Wie auch immer. Einmal kaufen, bitte. Leicht, wie Sahne. Sahne. Sitzen ist am schönsten. Das ist ein richtig mieser Tag. Vorsicht! Daran ist das Establishment schuld. Ich bin nicht versichert. Vorsicht, mein Lieber. Juhu! Nenn mich einfach Air Homer. Nichts hält ewig. Das ist ein unheimlicher Ort. Meines Lebens. Oh, ich hab mein Kaugummi verschluckt. Mein Cabriolet! Ich hab es gerade wachsen und polieren lassen. Das hast du davon, wenn du von mir erwartest, den Job zu machen, für den ich bezahlt werde. Pass doch auf! Ah, schön. Tag für Statisten. Friss meinen Staub! Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Mein Auto schläft. Ah, super. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht?
Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen mehr auf die Main Story konzentrieren und Sidequests nur dann machen, wenn wir Geld brauchen. Weil sonst hänge ich hier ewig dran. Versuche Abschnitt dann halt immer einen kompletten Run zu machen. Heißt, wir machen das jetzt durch und versuchen dann nächste im nächsten Video zu machen. Wie kann ich schlafen, wenn Kameras mich beobachten? Oh, dann sehen mich vielleicht sexy Girls im Internet. Diese dämlichen Kameras gehören alle zerstört. Euch drehe ich einfach den Saft ab. Jetzt fahre ich euch platt. Wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Hoffentlich ist mit nicht drücken sofort drücken gemeint. Ach, die mag sowieso keiner. Dumm wie ein Fuchs. Marge wird das später schon sauber machen. Wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Ha! Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Ach, die mag sowieso keiner. Oh, das Ding geht ja hoch. Dumm wie ein Fuchs. Marge wird das später schon sauber machen. Wofür ist das denn? Wenn du so schlau bist, warum konnte ich dich dann kaputt machen? Oh, Seitenstechen, das tut weh. Einsammeln. So lohnt sich das. Dann endlich kann ich mal schlafen. Ihr dummen Drohnen, kehrt zu eurer hässlichen Familie zurück. Nein, das war zu einfach. Jetzt aber los! Ach ja, da werden Erinnerungen wach an frühere Simpsons-Folgen. Immer wieder schön. Einfach nur schön. Aus der Bahn! Ich hab das Spiel nur so mal als Rand als Kind nie durchspielen können, weil es wohl einen Bug auf der PlayStation 2 gab, wodurch es mir nicht möglich war, dieses durchzuführen. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Man das hat die Game of the Year Edition gehabt, da wurde der Bug dann gefixt. Und ja. Daher werden wohl einige Abschnitte hier mich first try sein. Das ist ein richtig mieser Tag. Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Zu Fuß gehen? So war das aber nicht ausgemacht. Wow, ich brauche 5 Minuten Schläfchen.
einzige Zeichentrickschöpfer in einem peruanischen Gefängnis eingekerkert bleibt. Zu weiteren Nachrichten. Unsere Bürger sind außer sich wegen der Entdeckung von Überwachungskameras überall in der Stadt. Wir schalten nun ins Rathaus, wo Bürgermeister Quimby Fragen einer wütenden Menge beantwortet. Diese Minikameras sind eine Unverschämtheit. In den Ankleidezimmern unserer Frauen spionieren, in den Badezimmern und Kleiderschränken. Es ist unverzeihlich. Ich glaube, ich spreche für alle Bewohner von Springfield, wenn ich sage, wo bleiben diese sexy Aufnahmen? Zu anderen unerklärlichen Nachrichten. Merkwürdige schwarze Vans sind überall in der Stadt aufgetaucht. Matsch, der schwarze Van spioniert uns nach. Oh, Homie, du bist so sexy, wenn du paranoid bist. Super! Dann mal los. Moment, das war schon vorher so. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Pass auf! Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Nimm das! Vorsicht! So. Vielleicht dürften wir da sein. Den Ort dürftet ihr auch ja alle noch kennen. Dominatfolge. Der geheime Geheimbund, glaube ich, ist die Folge. Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte alte Affenskelett. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Hey, das wurde aber auch Zeit. Au, mein Hals! Du meinst, ich brauch noch mehr? Nimm das! Der jetzt auch noch restlichen Kohle. Das wird gut. Quatsch, was mach ich denn? Wow! Juhu! Juhu! Oh.
Damit ist uns keine Ahnung. Aua! Mein Schritt ist ganz wund! Auch safe. Da. Oft. Nix. Oh, Seitenstechen! Das tut weh! Danke fürs Aussteigen aus meinem Kofferraum. Ich hoffe nicht, dass du da reingehört Wenn hast. Wenn ich am Ziel angekommen bin, dann nehme ich aber einen. Mal gucken, was Marge Mr. kommt. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst mit seinem Blupsern und Piepsern. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie du meinst. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Helikoptermütter. Ich warne euch! Aus der Bahn! Versuchen wir es mal. Sollte jetzt auch ziemlich easy gehen. So hier. Okay. Sobald ich zur Familie gehöre, bist du tot. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Sieh her, freihändig. Na los, los, weiter. Mach, dass du wegkommst. Oh. Wie rüpelhaft! Ja. Au, mein Hintern! Ich dachte, dass wir hier den LKW wegkramen. Das ist ziemlich rüpel vom LKW. Ach du meine Güte! Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Rache ist mein! Das ist aber nicht sehr nett. Vorsicht, mein Lieber. Hast du Tomaten auf den Augen? Hilfe! Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Ich bin der König der Welt! Stellt euch mal vor, es würde mehr Videospiele geben, wo es ums Teilen geht. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kraul dir auch den Rücken. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Pass auf! Das ist eine Schulzone. Mir doch egal. Zieh Leine! Hör auf! Meine Reflexe sind über Jahre des Selbstmissbrauchs schwerfällig. Ich mag die Sprüche, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Super, das Spiel. Jetzt komm ich! Komischerweise, obwohl das noch Ich bin der böse, böse Homer. Ich bin der böse, böse Homer. Unter einigen Bugs leidet und auch einiges anderes falsch läuft in dem Spiel. Hey Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer. Gefahr! Mr. Burns! Medikameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenbolde! Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen! Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss. Ah, jetzt fahre ich euch platt! Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Und da sagen die Leute, ich sei zu langsam. Moment mal.
Das war ja eine Beleidigung. Ich bin nicht versichert. Das ist schlecht, Homer. Und drüber damit. Ein. Friss meinen Staub! Mach du das erstmal besser! Oder sollten wir locker hin? Oh, ich wollte eine Erdnuss. Aber nicht, aber. Versuchen wir es mal! Gummiband, der cheatet doch. Er war doch weit hinter uns. Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Physik manchmal, ne? Nimm. Das war Bart. Homer verliert nicht gern. Homer wütend. Der Hulk Homer. Yes, April. Sie, Montgomery Burns, es ist alles nur Ihre Schuld. Ich klage Sie an, Sir. Bitte, ich geb's zu. Ich hab Amelia Earharts Flugzeug abschießen lassen. Dieses Vibesbild wurde zu dick für Ihre Reithose. Nein, Sie spionieren Springfield aus mit Ihren schwarzen Vans und Ihren Überwachungskameras. Schwarze Wagen? Stehen die nicht irgendwie in Verbindung mit so einem Pizzaladen? Was? Nur Pizzalieferwagen? Ich bin ein fünftklassiger Idiot. Smithers, lassen Sie die Hunde los. Wenn dieser Einfallspinsel ein Angestellter des Kraftwerks ist, entlassen Sie ihn sofort. Alle sind Luschen, außer mir. So, damit hätten wir den ersten Part geschafft. Ah, und damit sind wir mit GTA H. Simpsons Hit and Run. Für den ersten Part durch. Schauen wir mal, was mit dem Zwischenspiel ist. Nächstes Mal geht's dann weiter. Auch. Oh.